glaube, Antifaschismus bedeutet in erster Linie vielleicht das, was ich gerade gesagt habe, sowas wie nicht stagnieren. Das heißt halt, sich auch selbst verändern, das heißt auch irgendwie sich selbst hinterfragen. Irgendwie, wir sind alles auf keinen Fall Political Correctness, Leute. Das heißt, jeder hat irgendwie schon seine Scheiße durch, baut auch irgendwie mal Mist. Aber dass Leute sich natürlich reflektieren und dass so Themen wie Homophobie, Rassismus, Sexismus etc., dass man sowas einfach thematisieren sollte. Aber vielleicht genau mit solchen antifaschistischen Festivals, wo Leute irgendwie sehen, sich kennenlernen, neu kennenlernen, sich connecten, ganz viele verschiedene Leute irgendwie sehen und sehen, da kommen irgendwie Bands von XYZ her und sagen irgendwelche coolen Sachen oder beziehungsweise stehen an deren Seite. Ich glaube, das kann vielen Leuten Kraft geben und ich glaube, deswegen sind solche Festivals mit solcher klaren Aussage wichtig. Aber ich freue mich, dass einfach so viele verschiedene Bands dabei sind. Ich freue mich, dass so viele Leute aus dem PWH irgendwie dabei sind und auch gesagt haben, hey klar, da haben wir Bock drauf, da ziehen wir mit. Und wir finden uns in diesem Haus einfach wieder. So können uns damit identifizieren und finden die Leute, die das machen hier, cool. Und wir sind ja auch irgendwie Teil der Leute, die das hier machen. Also muss das schon irgendwie cool sein. Wir haben extra ein kleines Zeichen gemacht von 24 Seiten, was dann irgendwie auch gar nicht mehr so klein wurde. Es wird irgendwie kleinste Überraschung geben, die wir aber jetzt noch nicht, natürlich nicht verraten, die es aber vielleicht irgendwie dann umso besonderer machen. Ja, und es gibt natürlich Infostände, wo irgendwie die Leute sich eindecken können mit den verschiedensten Sachen oder informieren können einfach. Und allgemein, wie gesagt, habe ich jetzt ja schon mehrmals erwähnt, will ich es wichtig finden, einfach nochmal dem PWH Danke zu sagen, den Leuten, selbstverständlich, wir sind ja auch das PWH, aber selbstverständlich den Leuten irgendwie Danke zu sagen, dass sie uns so unterstützt haben, dass sie uns die Möglichkeit geben, hier so ein Festival auszurichten. Wir hoffen, dass dieses Festival den Leuten eine Menge Kraft gibt, sei es dem PWH, sei es den Leuten aus dem IQVO, die schon wieder Probleme mit Buttersäureanschlägen auf ihre Läden hatten, sei es irgendwie für die Punker in Anklam, die auf die Fresse gekriegt haben von den Nazis und dort ständig vors Maul bekommen. Wir stehen an eurer Seite und wenn ihr Support braucht, helfen wir euch und supporten euch.